Okay, wir schauen uns mal folgende Behauptung an. Der GGT von a und minus b ist gleich dem GGT von a und b. Erstmal die Frage, komisch, minus b, GGT, kann man überhaupt von ganzen Zahlen die GGT bilden? Ja, wir haben den GGT auf den ganzen Zahlen definiert, ne? Also a und b können ganze Zahlen sein, insofern kann ich natürlich auch das Vorzeichen wechseln einer Zahl. So. Aber warum ist jetzt der GGT von a und minus b das gleiche wie der GGT von a und b? Machen wir uns mal ein Beispiel klar. Nehmen wir mal GGT AB. Sagen wir mal, a ist gleich. Mal ein gutes Beispiel überlegen hier. 12 und b ist gleich 15. Okay? Was ist die Teilermenge von 12? Also die Teilermenge von A ist gleich, hör mal auf, 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Ne? Und die Teilermenge von 15 ist gleich 1, 2, ach Quatsch, 1, 3, 5 und 15. So. Und jetzt sieht man natürlich, der größte gemeinsame Teiler ist. Oder gucken wir erstmal die gemeinsamen Teile an. Moment, gucken wir uns die gemeinsamen Teile an. Das ist formal hingeschrieben, ja, die Schnittmenge von T12 und T15. Ne? Die wäre 1 und 3. So. Das sind die gemeinsamen Teiler. Und der größte gemeinsame Teiler ist dementsprechend das größte Element in der Menge der gemeinsamen Teiler. Ne? Das hier ist der GGT von 12 und 15. So, okay, kleines Kindergartenbeispiel. Macht man es aber schön dran klar nochmal. Was bedeutet eigentlich größter gemeinsamer Teiler? Ich nehme die beiden Teilermengen, bilde die Schnittmenge und aus der Schnittmenge, also der Menge der gemeinsamen Teiler, nehme ich das größte Element. So, wie haben wir denn die Teilermenge definiert? Teilermenge einer Zahl a sind alle natürlichen Zahlen, für die gilt n teilt a. Also die Teilermenge haben wir definiert als eine Menge von natürlichen Zahlen. Demnach, a kann aber aus z sein. Ja? Für a aus z. Dementsprechend, klingelt kurz das Telefon, habe es mal ausgemacht. Dementsprechend ist, wenn ich jetzt die Teilermenge von minus 15 betrachte, ja, minus 15 ist aus z, alle natürlichen Zahlen, die minus 15 teilen. Und das ist ja gerade, sind gerade wieder diese Zahlen, dieselben Zahlen wie oben, die 15 teilen. Ne? Das heißt, die Teilermenge der minus 15 ist gleich der Teilermenge der 15, denn nur natürliche Zahlen als Teiler in Frage kommen. Das bedeutet aber auch, dass T12 geschnitten mit T minus 15 das gleiche ist wie T12 geschnitten mit T15. Ja? T minus 15 ist gleich T15, also ne? T minus 15 ist gleich T15, also können wir T minus 15 hier auch durch T15 ersetzen. Das bedeutet aber, dass die Menge der gemeinsamen Teiler von der 12 und der minus 15 die gleiche Menge ist wie die Menge der gemeinsamen Teiler von 12 und 15. Demnach ist auch das größte Element hier raus das gleiche wie das größte Element hier raus. Und daraus kann man also folgern, dass der GGT von 12 und minus 15 gleich der GGT von 12 und 15 ist. Denn ja, die Teilermengen sind identisch,
demnach auch die Mengen der gemeinsamen Teiler und demnach auch das größte Element da drin. So. Das war jetzt an einem Beispiel überlegt und letztlich könnt ihr euch das jetzt nochmal formal allgemein überlegen, ne? Das sind letztlich die gleichen Überlegungen, die da dahinter stecken.